Die Werfpuppe wurde Anfang der 1920er Jahre in Neustadt bei Coburg hergestellt. Sie war eine günstige Alternative zur Porzellankopfpuppe. Ihre besondere Geschichte wird in der Museumsgala der neuen Seniorenzeitschrift des Bezirks vorgestellt. Insgesamt 8 oberfränkische Institutionen sind daran beteiligt, unter anderem das Museum der deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt bei Coburg. Das Besondere an unserem Museum ist, dass wir eine große Bandbreite haben. Wir sind nicht nur ein Puppenmuseum, wir sind nicht nur ein Blechspielzeugmuseum, sondern wir sind ein Museum, das eben alles abdeckt. Alles, was das Spielen und die Kindheit betrifft. Mit der Museumstüte to go und auch vielen digitalen Angeboten begibt sich das Museum während des Lockdowns direkt zu den Neustädtern nach Hause. Dabei richtet sich das Museum keinesfalls nur an Kinder. Senioren sind eine weitere wichtige Zielgruppe. Und hier entsteht auch die Idee zur Museumsgala. Dann haben wir gesagt, naja, für die Heimbewohner wäre es ja schön, nicht nur Neustadt, das kennen ja die meisten so gerne, auch weil sie hier aus der Umgebung kommen, sondern ja auch mal Museen aus ganz Oberfranken kennenzulernen. Und dadurch, dass die Bewohner ja nicht so mobil sind, dass sie jetzt sagen, naja, wir machen einfach mal einen Sonntagsausflug ins Museum oder auch von den ganzen digitalen Angeboten, die in der Corona-Zeit entstanden sind, gar nicht so profitieren können, weil sie vielleicht die Technik nicht haben oder auch der Umgang mit der Technik ist ja etwas schwierig. Also ist doch ein Printprodukt doch etwas besser. Die Leiterin der Kulturservicestelle des Bezirks nimmt die Idee sehr gerne auf. Und so wird nun im Mai die erste Ausgabe der Zeitschrift verteilt. Wir haben große Bilder in der Zeitschrift. Also es ist auch gut möglich, dass man jetzt einfach das Heftchen mal durchblättert, sich die Bilder anschaut. Wer sich dann näher damit beschäftigen möchte, kann den Text lesen. Es sind Impulsfragen dabei, sodass man vielleicht auch mit Mitbewohnern ins Gespräch kommen kann, dass man sich darüber unterhält. Die Museumsgala soll einfach ein bisschen helfen, die Zeit zu vertreiben, sich zu beschäftigen, kulturellen Input, das ist ganz wichtig für mich, einfach seelische, geistige Nahrung. Und davon gibt es jede Menge. In der ersten Ausgabe werden die 8 beteiligten Einrichtungen vorgestellt, in den nachfolgenden dann jeweils ein Exponat. Allein hier im Museum der deutschen Spielzeugindustrie stehen dafür 30.000 Exponate zur Auswahl. Das gesamte inhaltliche Material kommt von den beteiligten Museen und Einrichtungen. Ich bekomme da die Objektfotografien, ich bekomme die Texte und dann überarbeiten wir das redaktionell und dann geht es bei uns in die Grafikabteilung und dort wird dann die Seniorenzeitung gesetzt, gelayoutet. Wir suchen dann ein Titelbild aus und dann geht das Ganze in die Druckerei. Verteilt wird die Museumsgala anschließend von den Museen in den ortsansässigen Seniorenwohnheimen. Als wertvolle Abwechslung und Anregung in der Pandemiezeit und aufgrund ihrer großen Vielfalt ganz sicher auch darüber hinaus.